Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neues Let's Play und wir spielen Montague's Mount. Ja, das ist ich weiß nicht, ob das ein Horrorspiel ist. Auf jeden Fall sind wir da auf einer Insel gestrandet und haben unser Gedächtnis verloren und müssen dann irgendwie von der Insel auch entkommen. Und jetzt eher auch so ein Erkundungsspiel wie bei Gone Home. Auf jeden Fall starten wir dann das Spiel und erkunden die Insel. Prolog, Anfangspunkt des Spiels. Bitte bestätigen Sie deine Wahl, ein neues Spiel zu starten. Ah ja, und davor muss ich noch etwas sagen, und zwar wegen Grim Tales. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege zu machen, weil ich habe mein neuer PC ist jetzt da, deswegen das spiele ich jetzt auf meinem neuen PC. Und ja, und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie schaffe, wieder an den gleichen Speicherpunkt weiterzuspielen, weil ich habe keine Lust, das alles nochmal von vorne zu machen. Auf jeden Fall starten wir dann Montague's Mount. Viel Spaß. Als das Salzwasser meine Augen verlässt, konzentriert sich mein Blick auf meine gefiederten Freunde, die mich von oben beobachten. Ich bin wohl über Bord gegangen. Ja, das muss mir passiert sein. Irgendwie muss ich über Bord gefallen sein. Meine Kleidung lässt ein Leben auf dem Meer vermuten, aber ich habe keine Erinnerung daran. Oder an irgendetwas anderes. Selbst mein eigener Name verbirgt sich momentan vor mir. Ich muss herausfinden, was mich zu diesem Strand geführt hat und diesen Ort irgendwie verlassen. Mastertronic. Polly Pusher Studios presents Montague's Mount. Basiert auf einer wahren Geschichte. Also das, was wir hier erleben, basiert auf einer wahren Geschichte. So, hier sind wir schon im Tumpel ein wenig. Okay, was haben wir hier? Ein alter Koffer. Ja. Naja, und den Anfang kenne ich schon. Aber nur den ganzen wenigen Anfang, weil ich habe das schon aufgenommen gehabt. Und Dann war das alles auf Englisch und ich bin die ganze Zeit stecken geblieben hier. So, was haben wir hier? Ein Zettelchen. Krankheit auf den Insel. Die Inseln sind von einem Krankheit heimgesucht, die sich schnell ausbreitet. Unsere ansässigen Arzt und mein guter Freund Daniel McLaughlin, genau, meint es sei die, was? Lippe, kann ich nicht lesen, doch mein Gefühl sagt mir, es ist etwas Ernstes, ob die Krankheit wohl schon den Gipfel erreicht hat, jemand sollte mal nachsehen. Ey, die Schrift kann ich irgendwie nicht lesen. Okay, weil so eine Schrift haben wir in der Schule nicht mehr. Das sei die frühere Schrift von den früheren Schulen. So, jetzt erstmal suchen wir uns einen Stock. Dann humpeln wir nicht mehr so. Kann man mehr hier erkennen. Stock.
Doppelstock. Und hier ist irgendeine Krankheit in der Insel, wie wir da gerade mitgekriegt haben. Ich brauche einen Stock irgendwo. Die Atmosphäre ist auch schon ein wenig unheimlich hier und schwarz-weiß alles und traurig. Ein Stock. Muss doch irgendwo ein Stock sein. Ich übersehe den Stock irgendwo. Hä? Hier muss nochmal irgendwo ein Stock liegen. Was haben wir hier? Hummerreusen. Okay. Aber wegen des Gehumpels sieht man voll wenig. Wo ist der Stock? Ich muss den Stock irgendwo finden. Hä? Bin ich blind? Nein, den Anfang, wo ich gesehen habe, war hier irgendwo an dem Felsen angelehnt ein Stock. Ich glaube, das war hier irgendwo. Guck ich mal weiter hinten. Stock, Stock. Da ist auch kein Stock. Hier sehe ich nirgends einen Stock. Gehe im Auenzettel. Und was haben wir hier? Dein Inventar wurde ein Gegenstand hinzugefügt. Ein Stück Papier. Ach, was du nicht sagst. Das kann man doch gar nicht lesen. Klicken mit der linken Maustaste, um mit Gegenständen zu interagieren. Okay, das brauchen wir nicht. Stock, Stock, Stock. Ich finde keinen Stock. So. Da haben wir auch noch einen Zettel. Was steht hier drauf? Ein Stück Papier. Drücke E, wenn du das Informationssymbol I oder das Interact-Symbol siehst. Aufgabe. Suche am Strand nach einem prophorischen Wanderstab, bevor du den Strand verlässt. Guck mal hier. Du musst den Riegel des Tors öffnen. Ja, aber wir müssen erstmal einen Stock finden. Einen Wanderstock. Der ich gerade zu dumm bin, um ihn zu finden. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. So, Erfolg abgeschlossen. Ein Wanderstab, schon besser. Ah, jetzt humpeln wir nicht mehr. Und sind ein wenig schneller. Alles klar, jetzt können wir weitergehen. Und hier sind auch ein paar Rätseln in dieses Spiel. So, jetzt können wir hier weiter. Scenes. Also Hütte des. Was? Leicht Farbe hat das Spiel schon. Zum Beispiel hier sieht man leichtes Braun bei dem Bild und hier leichtes Grün bei dem Leder und leichtes Grau bei den Steindingern.
Strom. Der Strom scheint momentan ausgeschaltet zu sein. Erkunde den Weg noch weiter. Vielleicht findest du die Energiequelle. Tipp: Tür, Fenster, Lichtschalter. Wieso kriegen wir einen Tipp? Okay. Ah, was haben wir hier? Ein Stück Papier. 21. Dezember 1990. Die McLaughlins Familie ist so freundlich zu uns. Seit wir auf die Insel gekommen sind, Daniel hat mit Rachel heute eine Wanderung über die Insel gemacht, um ihr zu zeigen, wo seine Familie begraben ist. Seit Anbeginn der Zeit scheint es auf der Insel McLaughlins gegeben zu haben. Was? Irgendwann muss ich mal mit Peter losziehen und versuchen, sie alle zu finden. Okay. Da konnte ich irgendwas interagieren. Ah, hier können wir was öffnen. Was steht da? Du musst mit Hilfe der Sonnenuhr die richtige Zeit eingeben. Untersuche die Bäue von einer erhöhten Lage aus und notiere. Hä? Das kann man nicht lesen, weil hier so schwarze Schatten sind. Schon unheimlich sieht es hier aus. 3. Wandle die Farben mit Hilfe des ersten Buchs abends und des Morse-Codes um. Zum Beispiel rot. Alter, die Sonden. 4. Stelle die bunten Holzkolben richtig ein. Okay, und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wisst, ob das ein Horrorspiel ist. Weil ich will echt wissen, auf was ich mich einstellen muss. So, hier. Also, da kann man nur zumachen, ich wollte es aber gießen. So, was haben wir hier? Gut und Schatten. Zut und Schatten. Was soll das heißen? Lichten an den Wand. Halte vom alten irgendwas. Ach. Da steht da, ich kann die. Bah, scheiß drauf. Es ist hier so dunkel, man kann hier nichts lesen. Was haben wir hier? Ein alter, stabiler Ölofen. Ihr schreibt mir dann in den Kommentaren, ob ihr wisst, ob das ein Horrorspiel ist. Weil da stand halt nur Abenteuer in der Genre. Ein alt aussehendes Sofa. Ich glaube, das war kostenloses Spiel. Auf Steam. Eine zerbrochene Schallplatte. Ein Holzschemel. Es sieht halt Horror aus. Und die Story ist ein wenig Horror. Es hat sich gerammt. Die Story meine ich. Es fühlt sich an, als würde das nie enden. Die Welt würde nicht aufhören, auf mich einzustürzen. Bist nichts weiter als Staub mehr von mehreren. Was? Okay. Was haben wir hier? Ein festgehaltener Zeitpunkt. Unheimlich hier. Hier war doch der Lichtschalter. Ein Lichtschalter. Es scheint keinen Strom zu geben. Ein Kleiderschrank aus Kiefernholz. Okay, dahin haben wir wieder einen Zettel. Was haben wir hier? Ein alter, stabiler Ofen. Ja. Ein Fernsehen. Können wir nicht einschalten. Was haben wir hier? Ein Grammophon. 14. Juni 1996. Teddy Roberts. Darf ich vorstellen, Teddy Roberts veröffentlichten
Autor. Mein Agent James rief mich heute an und überbrachte mir die gute Nachricht, dass der Buchvertrag abgeschlossen wurde. Wer hätte das gedacht? Zum veröffentlichten Autor. Ich kann nicht abwarten, es Rachel zu erzählen. Okay. Hey, die Schrift, die kann ich fast nicht lesen. Ein verwahrlostes Bücherregal. Geh hier mein Bett. Eine schäbige, durchgeweichte Matratze. Sonst haben wir hier drin eigentlich nichts. Okay, irgendwie hat mir die Uhr ein wenig erschrocken. Kaputte Uhr, 10.10 Uhr. Anziehen, also alter Holz. Wenn ich zurückgehe und wieder, kommt es ja wieder. Nein. Was haben wir hier? Dein Inventar wurde den Gegenstand hinzugefügt. Ein bunter Holzkolben und Schattenwerfer. Okay. Was haben wir hier? Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Einige Objekte wie diese Schuppentür benötigen andere Gegenstände, in diesem Fall einen Schlüssel. Um zu funktionieren. Aufgabe, folge dem Weg bis du einen Lagerschuppen findest und suche nach Schlüsseln. Nach Schlüsseln, okay. Eine zerbrochene Schallplatte. Kann man hier irgendwie speichern? Ich hoffe, sie speichert von selbst. Okay, was haben wir hier? Du hast Finn McClown Grab gefunden. Finn McClowns Grab. Was steht hier? Ducken können wir uns nicht. Das kann ich nicht lesen. Du musst diese Riegel des Tors öffnen. Mache ich gleich. Was haben wir hier? Ein alter Koffer. Okay. Dann den Riegel. Weg. Verschwinde. Ich glaube, das ist ein Horrorspiel. Kann der mal verschwinden? Eigentlich wollte ich hier die Folge beenden. Gut, ist er jetzt weg. Was haben wir hier? Ein festgehaltener Zeitpunkt. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Alter Mann, war das... Dieser Schallkreis scheint tot zu sein. Okay, dann würde ich sagen, ich beende hier mal die Folge. Denn ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Abo, Kommentar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch schreibt mir in die Kommentare, was ihr bis jetzt von dem Spiel haltet. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ganz genau wisst, ob das ein Horrorspiel ist. Weil ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Jumix. Dann ciao.